Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu Do Not Feed the Monkeys 2099. Wir müssen mal schauen, wie das Ganze jetzt so weitergeht. Weil wir haben ja vor einiger Zeit, ich hoffe, ich habe den Link in die Beschreibung gepackt, wenn nicht, erinnert mich mal bitte dran, Do Not Feed the Monkeys 1 gespielt. Wer das nicht kennt, sollte es sich vielleicht vorher mal angucken. Es geht um den Primatenbeobachtungsclub. Man beobachtet Primaten, also Leute, in ihren Jobs, da wo sie gerade sind oder zu Hause, und muss jeweils Sachen aufschreiben und einschicken. Dafür bekommt man Geld und man wird gezwungen, jeden Tag vom Club oder jede Woche, glaube ich, vom Club neue Kameras, also Käfige, zu kaufen. Ja, wir sind gespannt, wie das jetzt in 2099 sich ausgeweitet hat und was wir alles Neues erfahren. Das Spiel ist absolut verrückt. Oh, wir können uns hier unser Symbol aussuchen. Gibt aber nicht so viele Symbole wie letztes Mal, dann will ich die Pinata. Okay, es gibt den entspannten Modus. Verwaltung von Ressourcen ist einfacher. Türspion, erreiche Tag 16 in einem Spiel, um diesen Modus freizuschalten, beschleunigen. Gleich- und freier Modus, entdecke alle Käfige. Okay, wir machen nicht den entspannten Modus, wir machen das normal, weil man muss normalerweise, also im alten musste man sich immer über Wasser halten. Irgendwie mit Gelegenheitsjobs. Mal gucken, wie es jetzt ist. Sehr geehrter Kunde, der Primatenbeobachtungsclub hat die Übertragung der lebenslangen Mitgliedschaft, die Sie von Ihrem Onkel geerbt haben, akzeptiert. Damit diese Entscheidung wirksam wird, müssen Sie jedoch alle Klauseln in den beigefügten Vertragsbindungen lesen und akzeptieren. Mit freundlichen Grüßen, Abe Prince. Regeln des Primatenbeobachtungsclubs. Mit der Annahme dieser Vertragsbedingungen erhalten Sie Zugang in der Monkey Vision App verfügbaren Käfigen. Die App darf nicht deinstalliert werden. Als Clubmitglied sind Sie verpflichtet, regelmäßig in eine höhere Stufe aufzusteigen. Hierzu müssen Sie alle 5 Tage eine bestimmte Anzahl von Käfigen kaufen. Ihre Fortschritte werden von der Organisation bewertet. Werden Sie nicht als zufriedenstellend beurteilt, führt dies zu sofortigem Ausschluss. Ja, man konnte sich ja, also es ist streng verboten gewesen früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, sich in das Leben der Primaten einzumischen. Wir werden das natürlich trotzdem machen. Sie beginnen auf Stufe 1, Affenfreund. Sie müssen 5 zusätzliche Käfige kaufen, um die nächste Stufe zu erreichen. Die Weitergabe von Informationen über den Club oder seine Aktivitäten ist unter keinen Umständen erlaubt. Jede Interaktion mit den Primaten ist strengstens untersagt. Denken Sie daran, das Füttern der Affen ist verboten. Genau. Wir dürfen uns ja nicht einmischen. Das ist das Füttern der Affen. Do not feed the monkeys. Daher der Titel. So, wir haben neue E-Mails. Das ist mein Inventar. Das mache ich mit dem Mausrad. Okay, sehr interessant. Kann ich das irgendwie... Ah, muss ich so machen. Das ist ein bisschen doof. Liebes Mitglied, als Vorteil der Clubmitgliedschaft bieten wir Ihnen das Privileg an, an unseren Tierbeobachtungsstudien mitzuwirken. Wie komme ich denn hier nochmal raus? Weil das hat ja ein A. Hat an der Tür geklopft. Ist aber gar keiner da. Ah, da habe ich wieder Jobs, wie im ersten Teil. Würde wirklich gerne rüber wieder. Danke. Wirkt irgendwie nicht so, als ob die Steuerung so rund ist wie im letzten Teil. Also, Tierbeobachtungsstudien mitzuwirken. Dazu bitten wir Sie, uns bestimmte Informationen über einige der Monkey Vision gezeigten Käfige zu geben. Sobald die Richtigkeit Ihrer Angaben bestätigt wurde, ist es Zeit für Ihre Entschädigung. Wir erinnern Sie daran, dass diese Aufträge freiwillig sind und dass die Ablehnung dieses Angebots nicht zu Ihrer Beziehung zum Club ändert. Bitte behalten Sie Ihren Posteingang im Auge, wenn Sie an der Mitarbeit interessiert sind. Liebes Mitglied, wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie die Miniaturansicht der Monkey Vision verwenden können, um Ihre Beobachtungen zu erleichtern. Zur Aktivierung drücken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Käfige. Sie können zur Vollbildansicht zurückschalten, indem Sie ein zweites Mal mit der rechten Maustaste auf das Fenster klicken. Primatenbeobachtungsclub. Liebes Mitglied, wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie für den geringen Preis von 25 Credits pro
für das Aufnahmeprogramm der Monkey Vision freischalten können. Klicken Sie auf die Aufnehmen. Ah, da können wir Aufnahmen machen. Okay. Was? We Waggle Chat? Hallo, ich bin Mr. Prince, der Anwalt Ihres verstorbenen Onkels. Hallo. Ich schreibe Ihnen, um zu bestätigen, dass alle Formalitäten im Zusammenhang mit dem Erbe erledigt sind. Sagen Sie, sind Sie dem Club offiziell beigetreten? Ja, sieht ganz so aus. Nun, in dem Fall kann ich Ihnen nur meine Dienste anbieten. Obwohl ich die internen Abläufe des Clubs nicht persönlich kenne, habe ich Ihren Onkel bei seinen Angelegenheiten beraten. Ich könnte das gleiche auch für Sie tun. Wie viel würden mich Ihre Dienstleistungen kosten? Keine Sorge, ich bin mir Ihrer finanziellen Situation bewusst. Wenn man Ihre Historie am befristeten Job so bezeichnen will. Sie werden dank des Clubs sicher bald verbessern. In der Zwischenzeit sagen wir einfach, dass mich eine gewisse Schuld dazu nötigt, die Dienste kostenlos anzubieten. Ja, wie würde sich meine Situation verbessern? Ich kenne Ihre Einzelheiten nicht, aber zahlreiche Vorfahren haben ihren Status durch Beitritt verbessert. Manchmal war dies aber auch der Gegenteil der Fall. Einige von ihnen haben alles verloren, andere hörten auf zu essen und zu schlafen. Und am Ende verloren sie ihren Verstand. Ganz zu schweigen davon, dass sie natürlich alle starben. Aber das passiert früher oder später. Fast jedem. Vielleicht gab es da keinen Zusammenhang. Können Sie mir mehr über meinen Onkel erzählen? Ich vergesse immer, dass Sie ihn nicht gekannt haben. Dabei überrascht es mich eigentlich nicht. Ihr Onkel war ein sehr privater Mensch. Ich kann mir vorstellen, dass Sie unter den gegebenen Umständen von Ihrem Erbe überrascht waren. Und noch mehr von dem, was es beinhaltete. Sie wissen also, worum es bei dem Club geht, nicht im geringsten. Die einzige Möglichkeit, Mitglied zu werden, besteht darin, eine Mitgliedschaft zu erben. Und ich hatte nicht so viel Glück. Natürlich ist auch Ihr Onkel auf diese Weise beigetreten. Wie andere Vorfahren von vor ihm. Generation für Generation, okay, das ist interessant. Das wenigste, was ich weiß, ist das Resultat meiner Beratungsfähigkeit, Beratungstätigkeit in all diesen Jahren. Mensch, Sie haben alle beraten, wie alt sind Sie? Sie kennen doch das Sprichwort, mit dem Alter kommt Weisheit. Sagen wir einfach, dass ich eine Menge Dinge weiß. Okay. Sagen wir einfach, und da ich Ihr Anwalt bin, ist das alles, was Sie wissen müssen. Was können Sie mir über den Club erzählen? Nun, Sie sind ziemlich streng. Wenn ich Sie wäre, würde ich mich an die Vertragsbedingungen halten, obwohl eigentlich läuft alles auf eine einzige Regel hinaus. Welche Regel ist das? Alles zu erledigen, was der Club von Ihnen verlangt, um aufzusteigen. Um dies zu erreichen, müssen Sie Käfige kaufen und alle 5 Tage sich einer Evaluation unterziehen. Wenn Sie das nicht tun, befürchte ich, dass Sie ausgeschlossen werden und Ihre Privilegien verlieren. War es nicht nur eine lebenslange Mitgliedschaft? In der Tat ja. Ihre Verpflichtung gegenüber dem Club ist lebenslang, okay? Der Verein behält sich jedoch das Recht vor, sie auszuschließen, wenn sie gegen seine Regeln verstoßen. Verstehe. Dann muss ich los. Ja, natürlich. Sie werden den Club sicher auf eigene Faust erkunden wollen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Okay. Das haben wir. Ah, das ist wieder unsere Suchmaschine. Sehr schön. Oh Gott, Echsenmenschen. Da stellen sie irgendwas her. Mal hier. Seltsames Gerät. Stimmt, man kann das hier anklicken, um Suchbegriffe zu kriegen. Okay, der Echsenmensch, der interessiert keinen. Ich musste gerade niesen, beziehungsweise versuchen, euch nicht ins Ohr zu niesen. Okay, bei 1 haben wir Aktivität. Egal. Und ich habe ich. Ah, ich habe es verpasst, verdammt. Aber bei 4 haben wir angeblich Aktivität. Aber ich kann hier nichts andrücken. Also ich kriege hier keine Informationen raus und den Text kann ich nicht lesen. Und hier ist auch nichts, was ich andrücken kann.
Ja, ich schalte mal die Videoaufzeichnung frei. Käfig inkompatibel mit Aufnahme, okay. Wie sieht's denn mit unseren Finanzen und unserem Essen aus? Wir haben noch 75 Credits. Tag 1. Ach, da können wir die Nachrichten gucken. QuryOS. Das leistungsstarke QuryOS Betriebssystem ist mittlerweile das drittmeistverkaufte. Ist da gerade was passiert? Oh, Auge. Aber da kann ich nichts machen. Okay, die stellen wohl irgendwelche Körperteile her. Bei ihr kann ich jetzt auch nichts machen. Damit komme ich immer wieder zurück zum letzten mit Rechtsklick. Okay. Zurück zu den Nachrichten. Drittmeistverkauften Produkten des führenden Technologieunternehmens, dessen zwei meistverkaufte Produkte weiterhin Androiden sind. WeWaggle hat jetzt eine Chat-App. Hive hat sich auf Wünsche der Nutzer der beliebten Social-Media-Website WeWaggle reagiert und die neuesten Anwendungen zum Austausch von Fotos, Musik und Videos veröffentlicht. Dann haben wir noch haariger Kampf. Kiwikis gegen die intergalaktische Friseurvereinigung. Die Kiwiki-Community verklagt die IFV wegen Diskriminierung, da sich die Organisation weigerte, für ihre Spezies die gleichen Preise und Rabatte zu gewähren wie für den Rest der Galaxie. Okay. Netz der Kriminellsten. Die Behörden fordern Bürger zu größter Vorsicht im Netz auf. Cyberkriminalität ist mittlerweile die zweithäufigste illegale Aktivität in Hinsicht auf die involvierten Geldbeträge, die nur noch von Paketdiebstahl übertroffen werden. Okay. No, unser Kühlschrank sieht nicht gut aus. Bürokrat 90. Um 3 kommt der. Den habe ich, glaube ich, verpasst. Unsere Einkaufsliste. Nee, dann muss ich dringend ein bisschen Kohle machen. Dauert 2 Stunden 20. Dauert 8 Stunden 95 Cent. Das ist halt viel, ne? Hier bin ich nur 2 Stunden, aber 20 Cent. Das ist weniger. Und das ist noch schlechter. Und Dauer 4. Nee, wann? Dauert 2 Stunden, okay. Ja, dann mache ich mal Buchhaltungspraktikant. Das dauert zwar lange, aber dafür kriege ich 95 Cent. Damit kann ich meine Miete bezahlen. Spezialist für menschliche und außerirdische Ressourcen. Sie haben keine Überstunden gemacht und sind auf die Toilette gegangen. Sie hätten sich mehr anstrengen können, aber es war kein Totalausfall. Technisch gesehen haben sie die Arbeit, für die wir sie eingestellt haben, erledigt. Also müssen wir sie bezahlen. Zu freundlich. Ich nehme mal ein paar Fleischkonserven. Ein bisschen was davon. So. Gehen wir noch einkaufen. Kostet natürlich alles Zeit, ne? Aber wir müssen versorgt sein. Hunger haben wir noch nicht ganz so viel. Dann gucken wir jetzt nochmal in die Monkey Vision rein. Also hier gibt's, aber hier ist jetzt keiner mehr zu so später Stunde aktiv. Hier ist auch keiner mehr aktiv. Und hier ist auch keiner aktiv. Okay. 50 kostet es mich, einen neuen Käfig zu kaufen. Die Anwendung Monkey Vision vom Computer deinstallieren, das ist ja strengstens verboten. Würde mich aber auch reizen, das mal zu machen. Was bist du eigentlich? Hallo, hier ist Bruella, der Blue Blobo Omnial Patch. Steht zu Diensten. Du meinst, du bist ein Omni, was? Ein Omnipal. Wir sind dafür verantwortlich, die Bürger eines jeden Planeten mit seinem Unternehmenssponsor zu verbinden. Ich will nicht prahlen, aber es ist eine Schlüsselrolle in jedem Unternehmen. Alle Unternehmen haben einen Omnipal im Team oder zumindest alle wichtigen. Ja, und wo wir gerade von Unternehmen sprechen. Ich habe das Glück, die Marke unseres schönen Planeten zu vertreten. Blue Blob, den Energy Drink mit dem weltraumhaftesten Geschmack auf dem Markt. Möchtest du noch etwas wissen? Erzähl mir alles über Blue Blob. Na, mit Vergnügen. Blue Blob 0 ist unser schöner Planet und befindet sich noch im Aufbau. Übrigens wird er bald eine exakte Nachbildung der Erde sein. Total retro, findest du nicht auch? Der Planet ist nach seinem Unternehmenssponsor Blue Blob benannt. Oh,
Und fast hätte ich den wichtigsten Teil ausgelassen. Unsere fabelhaften Blue Blob Energy Drinks gibt es in allen Geschäften auf dem Planeten. Du musst sie unbedingt probieren, damit wir unsere Lieblingsgeschmacksrichtungen vergleichen können. Jetzt weiß ich Bescheid. Okay, das nützt mir natürlich jetzt erstmal gar nichts. Was gesagt, ich denke daran, ich bin nur einen Klick entfernt. Was war das? War keine E-Mail. Satellit, seltsames Gerät. Ach, das sind meine Begriffe. Okay. Kann hier jemand Satellit suchen? Recherchiere Suchbegriffe, die du auf dem Tablett notiert hast. Klicke dazu auf ein Wort, um es im Suchfeld in das Suchfeld zu kopieren. Dann nach mir suchen. Du kannst auch zwei Wörter in Kombination recherchieren oder beide Begriffe, um sie auf das Suchfeld zu kombinieren. Nach mir suchen, ja, genau. Künstlicher Satellit. Absichtlich in die Umlaufbahn geschossene Objekt, das verschiedene Zwecke dienen kann, wobei die Kommunikation das häufigste ist. Infolge des Verschwindens und oder Konkurses mehrerer Technologieunternehmen ist Utsink seit 2059 ihr einziger Hersteller. Okay. Alles klar. Satellit. Seltsames Gerät. Keine relevanten. Kriege ich bei seltsames Gerät irgendwas raus? Beides ging nicht? Ne. Okay. Dann ist das so. So, wir haben jetzt 3 Uhr. Ich lege mich mal für 3 Stunden hin. Dann sollte ich etwas fitter wieder sein und dann sollte die Action auch wieder losgehen. Auf dem Bildschirm. Ja, ich bin wieder fit. E-Mail habe ich keine. So früh morgens ist auch noch keiner irgendwie am Machen. Das ist okay. An der Tür ist auch keiner. Der Galaktische Rat teilt Ihnen mit, dass die nächste Zahlung Ihrer Erdenversicherungsrate für in 2 Tagen angesetzt ist. Wir bitten Sie, zwischen 13 und 17 Uhr zu Hause zu sein. Oh. Heute. Oh, stimmt, man konnte sich ja auch vom Lieferdienst was liefern lassen. Das ist dann ein bisschen teurer. Aber dafür spart man Zeit. So. Oh, 8 Uhr morgens, es passiert irgendwas. Beweg dich. Ah, er ist wieder da. Also wirklich was passieren tut nicht, außer dass er da ist. Nee, komm, dann. Für 2 Stunden für 17 Cent, da muss doch was Besseres gehen. Ja, ab 10 Uhr kann ich für 2 Stunden für 20 Cent Bälle aufsammeln. Dann gehe ich jetzt dahin zur Arbeit. Ihr derzeitiger Status im Club ist Affenfreund. Sie haben 4 der 9 nötigen Kameras. Danke für Ihre Hilfe. Okay, wir haben die neue Tageszeitung. Also ab 10 Uhr beginnt der neue Tag. Wir regieren Wahlen auf Blue Blob 0 abgeschlossen. Die regierende künstliche Intelligenz des Planeten wird nach Prozentsätzen der 41 Kandidaten kalibriert. Ausgeführt von Grog, dem Überredungskünstler, der mit 37% und mit 37% und Heiße Zeiker, die mit 32% dicht dahinter liegt. Okay. GossApp. Neue GossApp. Die beliebte Website hat die GossApp veröffentlicht. Eine Anwendung, mit der Nutzer Videos aller Arten von Skandalen und Klatsch austauschen. Tratsch im Austausch gegen eine pikante Belohnung verschicken können. Okay. High-End-Planet zunehmend unerschwinglich. Das Interesse an Planeten, die sich im Besitz großer Unternehmen befinden, nimmt aufgrund der größeren Investitionen und Verbesserungen zu. Die hohe Nachfrage treibt die Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten in die Höhe. Und Mammutus sagt Tournee 24 Stunden vor Beginn nach Wärme beschlossen, die Konzerte abzusagen. Sie rentieren sich finanziell für uns einfach nicht. Aber es tut uns sehr leid für unsere Fans, denen Liebe unbezahlbar ist. So Arthur Wayne, Bandleader und Gitarrist. Okay. Ist das die Goss-App?
Rent des Tages. Nee, Blue Chip App. Ach, da kann ich investieren. Anzeige mit Goldgrau. Investment App. Bewohner von Blue Blob 0. Auf ihrem Computer wurde eine Marketing-Investment-App installiert, die es Ihnen zusammen mit unserem Omnipal ermöglicht, unsere Marke sowie Projekte zur Verbesserung unseres Planeten zu investieren. Für eine weitere Information zögern Sie bitte nicht, Blue Stellar zu kontaktieren. Ja, ja. Klar, mache ich. Wünschen Ihnen einen weltraumhaften Tag. Kein aktuelles Investment. Ich kann auch gerade gar nicht investieren, wie es aussieht. Da brauche ich wahrscheinlich sie. Oh, bitte sag mir, dass du die fantastischste App gesehen hast, die Blue Blob auf allen Computern des Planeten installiert hat. Und das Beste kommt noch. Denn in ein paar Tagen können alle glücklichen Bewohner anfangen zu investieren. Du hast ja keine Ahnung, wie schwer es ist. Okay. Wann kann ich zu investieren anfangen? Oh, wow. Ich liebe deine Astro-Hai-Haltung und ich glaube, ich brenne darauf anzufangen. Leider müssen wir noch ein wenig gedulden. Blue Blob muss dem Ganzen noch den letzten Schliff geben, bevor wir die Initiative der Bürger vorstellen. Wie du weißt, wollen wir euch nur das Beste bieten. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Sobald es läuft, wirst du das kleine blaue Licht auf deinem, wird das kleine blaue Licht auf deinem Holo-Kommunikator leuchten. Wirst du das Leuchten sehen, damit du nichts verpasst. In der Zwischenzeit kannst du die App konsultieren für ein besseres Verständnis. Okay. Ja, Rest ist mir eigentlich wurscht. Ich will auf, lass mich auf meinen Affen gucken. So. Bei ihr passiert aber gerade nichts. Oh, ich kann die warnen, okay. Oh, bei mir klopft. Wow, du hast die Tür geöffnet. Hallo Schläfer, darf ich kurz einen Blick auf deine Zähne werfen? Oh ja, du scheinst ein gutes Exemplar zu sein. Ist entschieden, herzlichen Glückwunsch. Ich habe dich auserwählt, mir bei meiner Dissertation zu helfen. Oh, okay, ich gebe zu, dass die Tatsache, dass die anderen Nachbarn sich geweigert haben, die Tür aufzumachen, meine Entscheidung beeinflusst hat. Aber vergessen wir diese starkköpfigen Schwachköpfe doch einfach. Das Wichtigste ist, dass ich mich für dich entschieden habe. Warum hast du mich nochmal ausgewählt? Ja, ich vergesse manchmal, dass die geistigen Prozesse von Schläfern etwas langsam sind. Schauen wir mal. Du hast doch sicher schon mal von der Verschwörungsakademie gehört. Du weißt schon, die Fachleute, die sich für die Chronopedia verantwortlich sind. Nur dann... Dir werde ich bald einer von ihnen sein. Ich muss Daten sammeln über die Veränderung der Fähigkeiten zu kritischem, unabhängigem Denken nach dem Kontakt mit den Theorien und Methoden der Akademie. Klingt das gut? Das ist der Titel meiner Dissertation. Aber keine Sorge, wir fangen ganz langsam an. Erstmal werde ich ganz einfach einen Gizmographen für dich installieren. Cool, oder? Auf diese Art und Weise messen wir, wie sich deine Fähigkeiten verbessert. Und keine Sorge, er ist völlig sicher. Zumindest haben mir das die Verschwörungstheoretiker gesagt. In Ordnung, wir sehen uns in ein paar Tagen. Freut mich. Aber ihr passiert nichts. Ich glaube, wir sollten nochmal einkaufen gehen. Heute ist ja noch nicht angesagt, ne? Ne, heute ist Tag 2. 2 Stunden für 18. 6 Stunden für 68. 51, 4 Stunden, aber erst nachts. Ja, ich brauche die Kohle. Ich muss mehr Käfige kaufen. Hilft nichts. Sie haben eindeutig keine Ahnung von Mode, aber sie haben bewiesen, dass sie wissen, wie man mit einer Kiste umgeht. Und solange Geld reinkommt, habe ich keine Beschwerden. Hier ist Ihr Lohn. Und bitte verschwinden Sie von hier, wenn Sie noch eine... Wenn ich noch eine Sekunde länger Ihre Kleidung anschauen muss, bekomme ich einen Anfall. Danke. Oh nein, sie geht gerade heim. Ärgerlich. Ärgerlich. 18 Cent. Ja, das da würde ich gerne machen, aber da sind noch 2 Stunden. Wie viel Kohle? Wir haben doch gerade viel Kohle. Dann kaufe ich uns noch einen Käfig. Ja, der wird erst ab 9 Uhr verfügbar sein. Einen könnte ich noch kaufen. Und dann nehme ich noch einen. Er ist offline. Investieren kann ich noch nicht. Wir haben doch einen neuen Begriff. Hier. Ivan. Wutsch.
auf einem Divan. Der Titel bezieht sich auf das Gemälde aus dem Jahr. Bla 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 bla. Okay. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Das ist für uns, glaube ich, gerade absolut keine Hilfe. Wir haben schon. Gizmogriff ist der beste Freund des Menschen. Ja, bestellen muss ich gerade nichts, aber ich könnte mal was essen tatsächlich. So. Soll ich zur Sicherheit noch so ein Ding trinken? Sorgt dafür, dass ich fit bleibe. So. Krieg ich 51 von. Das ist quasi ein neuer Käfig. Wie kunstfertig du mit diesen Messern umgehst. Jeder würde sagen, dass du Erfahrung mit dem hast mit den Rohstoffen. Ich meine, uff, es ist wirklich spät geworden. Bring das hier besser zum Markt. Hier ist der Lohn. Komm jederzeit wieder. Dann habe ich das doch zumindest anständig gemacht. Von dem Geld würde ich aber gern nochmal einkaufen gehen. Fischkonserve gibt halt viel Essen, ne? Fruchtwackelpudding heilt uns. Dann kaufen wir davon noch ein bisschen was ein. Okay, dann schlafen wir jetzt nochmal, was weiß ich, 4 Stunden. Dass wir wieder fit werden. Schlafen ist wichtig. Ja, da sind wir fit. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir natürlich nicht das Zeitfenster. Aber wir haben die Kohle. Und wir sollen ja jetzt den einen Tag zu Hause bleiben. Ist ja auch wichtig, dass wir die bezahlen, bevor die uns hier irgendwie Probleme machen. Jetzt müssen wir bloß die Zeit irgendwie rumkriegen. Dann fresse ich noch so eine Konserve. Und einen von meinen Joghurts. So ein Fruchtzwerg. Die aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich nicht so heißen dürfen. Gucken wir nochmal. Ah, da ist noch ein Begriff drauf. Goldrush. Sowas wie Guybrush, Freebrot. Da sehe ich nix. Sieht's hier aus? Da ist auch Sinn, sehe jetzt bei Nacht. Dann holen wir uns doch einfach mal Informationen. Gabriel's Satellit. Techpoint, die Zukunft der Videospiele. Das vielversprechende Unternehmen baut seine Infrastruktur aus. Das junge Technologieunternehmen hat die Einführung von GameSat angekündigt. Einem neuen Satellitenmodell, das zur Verbesserung der Videospielindustrie eingesetzt werden soll. Das Netzwerk besteht bereits aus 104 Einheiten, von denen jeder als Hommage nach einem Videospielklassiker benannt werden soll. Okay, haben wir viele neue Begriffe gekriegt. Suchen wir doch gleich mal weiter. Einfach nur nach Gelbrush. Wir heißen Namen. Der neuen Studie. Das DBI werden die beliebtesten Namen des Jahrhunderts aufgedeckt. Das. Tag 3. Ja, ich habe zu wenig Kameras. Und die Ratsbürokraten kommen heute zurück. Apollo 18 erreicht Ziel. Die Expansion der Milchstraße könnte Realität werden. Dank des neuen Meilensteins von Uzink, deren Rakete heute auf Sandrea gelandet ist. Einem der Himmelskörper im fernen Har-System. Wissenschaft des Glücks. Eine neue Studie legt den Zusammenhang zwischen Konsum, Vergnügen und sogar dem Glücklichsein nahe. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass das Heilmittel für Depressionen unsere Geldbörse sein könnten. So Dr. Steffen. Dolly Crow macht erneut Schlagzeilen. Der Star reichte Klage wegen Urheberrechtsverletzungen gegen einen weiblichen Fan ein, der sich einer 27 Stunden langen Schönheitsoperation unterzog, um ihr Gesicht der Sängerin anzugleichen. Und junge Leute suchen nach Instabilität. Nach Angaben des Datenbewahrungsinstituts bevorzugt die jüngere Generation zunehmend befristete Arbeitsplätze und scheut sich davor, Eigentum zu erwerben und eine Familie zu gründen. So,
Ah, das Dateninstitut geht davon aus, dass der Name Guybrush, der seit einigen Jahren populär wurde, unzählige Figuren, Haustiere und sogar geografischen Elementen gegeben wurde, an der Spitze stehen wird. Okay. Wichtige Sonderstudie. Wenn Sie als Beobachter des Käfigs drei folgende Fragen beantworten können. Wie lautet der Name? Du, das muss ich... Käfig 3. Bist du 3? Nee, du bist nicht 3. Ah, doch, das kann ich beantworten. Der lautet Guybrush. Fünf Tagen läuft's ab. Nee, will ich gerade nicht. Ich will das beantworten. Wichtige Sonderstudie. Ja, ich will doch dran teilnehmen. Achso, da muss ich GameStat geben. Geben. Ja. Jetzt haben wir das Gerät, ja. Meine Antwort lautet GameStat. Was anderes kann ich nicht geben, dann schicke ich das einfach mal hin. So, wie sieht's denn mit unseren neuen Käfigen aus? Dabei. Oh, bei ihr ist gerade was los. Psychologin. Die einzige Psychologin, die mir helfen kann. Okay. Ich würde auch nie ohne einen Termin erscheinen, wenn ich eine andere Alternative hätte. Ist nur so, dass mir wieder passiert ist. Diese Sache. Sie wissen schon. Es tut mir leid, aber die Antwort ist nein. Und zwar endgültig. Sie müssen gehen, Charlie. Die Klauseln im Vertrag, den ich unterschrieben habe, lassen mir keine andere Wahl. Als Freundin würde ich Ihnen allerdings raten, diesen Androiden ein für alle Mal loszuwerden. Okay. Interessant. Interessant. Also, wo war ich gleich nochmal? Ein Diplom. Okay. Es ist für mich zwar unmöglich, die Ursache des Traumas zu ergründen. Die Patientin widersetzt sich, selbst während der Trance oder während sie von dieser einen Ausnahme völlig gefügig sein scheint. Ende der Fortschrittsnotiz. Okay, bei ihr ist jetzt gerade nichts los. Hier haben wir irgendeinen Seance-Tisch, da ist aber gerade auch nichts los. Einzige, bei dem... Hier ist erst recht nichts los. Also bei dem, was los ist, eher. Aber bei ihm kann ich halt nichts machen. Er hat auch so ein Blooding. Also er ist wahrscheinlich hier auf dem Planeten. Sehr merkwürdig. Na gut, dann googeln wir mal. Oder B-Scouten mal. Psychologin. Psychologin Tross. Psychologin Diplom? Ne. Diplom Trance. Divan Trance? Ne, auch nicht. Psychologin Divan. Divan. Diplom. Diplom Divan. So. Nein, haben wir keine Informationen. Ist ja ärgerlich. Blöd, ich darf heute nicht mal irgendwie arbeiten gehen, weil die vorbeikommen. Oh, bei 1 passiert was. Los, Zeit mit der Arbeit anzufangen. Der Termin war vor fast einer Stunde angesetzt. Auch gerade, wenn es spannend wird. Sei gegrüßt, Säugetier. Der Rat hat uns geschickt, um die Steuern einzutreiben. Ja, ja. Wie Ihnen mitgeteilt wurde, beläuft sich die Endverschuldung auf 90. Das werden wir sehen. Zunächst müssen wir die Zahlung Überprüfung unterziehen. Aber der kriminellen Vergangenheit ihrer Spezies kann man nicht vorsichtig genug sein. Sie haben Glück, alles scheint in Ordnung zu sein. Ja, und da Erdlinge ein schlechtes Gedächtnis haben, wenn es um Geldangelegenheiten geht, betrachten Sie dies als offizielle Erinnerung, dass die nächste Zahlung in 3 Tagen fällig wird. Ach du Scheiße. Ja, und jetzt habe ich hier wahrscheinlich die Hälfte verpasst. Ne?
Sie scheinen heute Energie auszustrahlen. Ich weiß, ich bin ein bisschen niedergeschlagen, also habe ich mein Lieblingsbuch noch einmal gelesen. Das gibt mir immer den Schuss Selbstvertrauen, den ich brauche. Um mich wieder fabelhaft zu fühlen. Gibt es eine bestimmte Stelle, die Ihnen dieses Gefühl vermittelt? Ja, aber ich glaube nicht, dass Sie verstehen würden. Es ist ziemlich kompliziert. Ist die Stelle, wo sich herausstellt, dass der Hut eigentlich zwei Tiere sind, eins im anderen versteckt. Was bedeutet das für Sie? Das ist egal. Dass es egal ist, wie die Leute mich sehen. Denn im Inneren bin ich eine wilde Bestie. Ich weiß zwar nicht, warum mein Manager darauf besteht, Ihnen all die Kohle zu zahlen. Und wenn ich Ihnen das auch noch erklären muss, Schätzchen. Und Sie brauchen übrigens wirklich jemanden, der das tut. Ich würde mich schämen, in Ihrem Alter so zu sein. Meine Güte, Owehi. Es ist... ganz Ihnen. Seien Sie doch mal für eine Minute still. Sie wissen rein gar nichts über mich. Sie sind nur ein drittklassiger Star. Aber eins stimmt. Oh, da ist gerade was aktiv geworden. Das ist ein Huhn. Das ist ein Immobilienbüro? Worüber haben wir gerade geredet? Ich wollte mich verabschieden. Süßer, ich bin so froh, dass du geantwortet hast. Ich habe heute echt wenig Zeit. Oh. Ich muss nachweisen, dass dieser verdammte Wettbewerb läuft. Hallo, nochmal Cassandra. Aha. Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen Lisa hast. Okay, sie geht. Ich glaube, ihr zwei würdet euch gut verstehen, wenn ihr euch eine Chance geben würdet. Ob ich nicht schon genug mit Idioten zu tun hätte. Idioten, hast du diesen Versager schon rausgeschmissen? Wie ich dir schon mehr als einmal sagte, es ist noch zu früh, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Ich kann hier einfach nicht helfen. Egal, morgen ist ein neuer Tag, ja? Zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Am besten schmeißt du sie so schnell wie möglich raus. Und verkaufst mir ein für alle Mal ihre Geschäftsräume, okay? Aber die Sache ist die. Super, dann sind wir uns ja einig. Muss los, ich bin knapp dran. Ich muss noch eine Menge für heute Abend vorbereiten. Oh, 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 oh. Haben wir heute Abend etwa hier mehr Informationen? Das ist eine alte Frau, ich dachte, es wäre ein Typ. So, jetzt würde ich gerne nochmal googeln. So, Immobilienbüro. Na ja, gut, das ist nur ein allgemeiner Eintrag über Immobilienbüros. Immobilienbüro, Geschäftsräume. Versager, Cassandra. Ne, Cassandra allgemein, findet da auch nichts. Immobilienbüro, Versager, Geschäftsräume, Versager. Ne, dann fehlt uns da noch was. Gut, ich könnte ja nach der anderen googeln, ne? Käfig 1. Owehi Trance. Nichts. Psychologin Owehi. Owehi Diplom. Buch und Hut. Nach Büchern. Hilft uns jetzt nicht. Wie ein Hai im Netz. Ja. Kann ich auch drei Sachen kombinieren? Nee. Huttiere. Huttiere? Okay. Ah, das bringt mir alles nichts. Stars. Wow.
Da sind wir wieder bei Gossab. Psychologin Povehi. Das Povehi macht mich fertig, ne? Das hilft mir nicht. Gut, da ist jetzt gerade Schicht im Schacht. Was war das gerade? Habe ich gerade eine E-Mail gekriegt? Ach, er ist wieder, sie ist wieder da. Live in 3, 2, 1. Willkommen, verlorene Sterbliche. Wieder einmal heiße ich Sie in meinem Haus willkommen. Ich spüre, dass es da draußen eine bedauernswerte Kreatur gibt, die mich braucht. Was bedrückt dich, gequälte Seele? Mein Chef, wie immer. Dieser Trottel lässt mich nicht an Firmenveranstaltungen teilnehmen. Er sagt, dass alle Schönheitsprodukte der Galaxis nicht helfen würden, zu verhindern, sein gutes Image zu ruinieren. Er demütigt mich ständig vor meinen Kollegen. Ich kann ihn nicht mal mehr ins Gesicht schauen. Nach dem, was du mir erzählst, würde ich vermuten, dass sie dir auch nicht ins Gesicht sehen können. Aber mach dir keine Sorgen, Süße. Ich mache dir ein spezielles, hochpotentes Darmbeschleunigungselixier. Das kannst du in den Kaffee dieses Schwachkopfs tun. Du wirst sehen, dann wird er dich für eine lange Zeit in Ruhe lassen. Ich danke dir so sehr. Eine Ursache, meine Hübsche, meine Liebe. Vergiss nicht, wenn das Schicksal ruft, antworte besser. Wenn wir schon dabei sind, wir haben noch Zeit für weitere Anrufe. Seid nicht schüchtern, Leute. Ja, das Problem ist, ich habe ihre Telefonnummer noch nicht. Jetzt passiert erstmal nichts, wahrscheinlich, weil ich nicht anrufe. Dann suchen wir doch mal. Schicksal Cassandra. Aha. Abra Cassandra, die Wahrsagerin, beantwortet live ihre Fragen. Arbeitnehmer im Besitz der vorgeschriebenen Hellseher-Lizenz. Okay. Oh, ich kann bei ihr anrufen. Dann rufe ich mal bei ihr an. Willkommen in meiner Show, gequälte Seele. Sag mir, wie kann die große Cassandra dir helfen? Oh, ich kann noch nichts machen. Dann muss ich da erst mehr von ihr in Erfahrung bringen. Gut, dann gehen wir aber mal arbeiten. Das kriege ich nicht mehr, da sind wir zu spät dran. Ich könnte jetzt 6 Stunden arbeiten gehen. Hier kriege ich mehr. Oh, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Zu spät. Ich sehe, dass Laster für Sie Selbstverständlichkeit sind. Seit den Tagen meiner Großmutter Peole, die dieses Geschäft gegründet hat, hatten wir nie wieder jemanden, der so engagiert war. Hier lohnt eine Peitsche als Bonus. Danke. So, was habe ich denn für eine Nachricht gekriegt? Gar keiner. Oder war das falsch? Habe ich da Mist gebaut? Was gibt denn hier dauernd so rum? Tschüss. Der schreibt nichts. Investieren kann ich noch nicht. Habe ich ja auch gar keine Kohle für. Ich werde aber noch einen Käfig kaufen. Weil es noch nicht 9 Uhr. Das lohnt sich. Und er hat sich wieder eingeloggt. Er hat wahrscheinlich Piep Piep gemacht. Aber bei ihm kann ich halt nichts machen. Bin aber müde und kaputt und alles. Das sollte jetzt, glaube ich, mal 4 Stunden pennen gehen. Ihr letztiger Status im Club ist 1, Affenfreund. Nächste Bewertung in 2 Tagen. Sie haben 7 denn...
Wafflis werden immer beliebter. Der Umsatz des Lebensmittelkonzerns Wilders ist seit Beginn der Proteste gegen eines seiner erfolgreichsten Sektprodukte, die Wafflis, die manche für intelligente Wesen halten, gestiegen. Mark Warhol erfindet Schönheitsstandards. Das ist sowas wie Andy Warhol. Der Modedesigner präsentiert seine der abstrakten Kunst inspirierte Kollektion. Die Schönheit liegt im Unterschied. Wenn nominative Schönheit die Norm ist, ist an der Zeit, die Paradigmen zu ändern. So der Schöpfer. Da hat er recht, finde ich. Preise für interplanetare Reisen steigen in den Himmel. Flüge mit Zwischenstopps werden als Kostensenkungsmaßnahme immer beliebter. Ich wollte meine Enkelin besuchen, aber der einzige Flug, den ich mir leisten kann, dauert 47 Jahre. So ein Bürger von JoyToy53. Belästigung von Reptiloiden nimmt zu. Reptiloide haben die Existenz anonymer Käufer angeprangert, die hohe Summen für ihre Schwänze darbieten, die in einigen Kulturen als Aphrodisiakum verwendet werden. Aber hier machen wir mal Feierabend. Hier lasst mir mal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Part. Es kommt heute noch einer, aber halt nur noch einer heute leider. Ich freue mich drauf und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir gemeinsam wieder nicht die Affen füttern oder vielleicht doch ein bisschen. Bis dann, euer Wolf.